Willkommen zusammen zu einem weiteren Video der Gamescom 2019. Wir schauen uns jetzt heute mal ein paar Spiele von Toplitz Productions an, beziehungsweise früher bekannt aus UIG. Das sind jetzt in dem Sinne dieselben Publisher. Ja, ihr kennt ja schon die Farmers Dynasty Reihe, wollte ich schon sagen. Die Dynasty Reihe hat mit Farmers Dynasty begonnen. Jetzt geht's weiter mit Lumberjacks Dynasty, Werner. Und da wurde uns ein vielversprechendes Gameplay gezeigt, beziehungsweise ich muss dazu sagen, ich habe es live gesehen, ich war vor Ort, Werner hat jetzt nachträglich sich das mal angeschaut, weil wir haben Audioaufnahmen gemacht. Werner, hallo! Einen wunderschönen Hallo, ich bin auch da. Ja, Lumberjacks Dynasty, Holzfäller-Simulator. Vorher waren wir in Farmers Dynasty, ja in der Landwirtschaft, jetzt geht's ab in die Forstwirtschaft. Werner, dein Eindruck? Ich frage einfach mal ganz neutral, weil du hast ja Farmers Dynasty gar nicht gespielt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist richtig, ich habe es nicht gespielt. Ich habe mir dieses Lumberjack Dynasty, glaube ich, heißt es jetzt. Genau. Habe ich mir angeschaut. Es ist wirklich, wie soll ich es jetzt nennen? Also man merkt halt, dass sie schon von Farmers Dynasty einiges an Erfahrung gesammelt haben und das haben sie jetzt eben in diesen Lumberjack Dynasty so ein bisschen eingebaut und noch verbessert. Was wir sehen konnten in diesem bespielten Gameplay, dass das Ganze so ein bisschen Alaska-mäßig nachgebaut wurde. Das heißt, du hast sehr viel Waldgebiet, du hast so kleine Seen, so ein bisschen höhere, tiefere Bergschluchten hat man auch gesehen. Also es geht natürlich um Holz. Also du siehst es von Anfang an, du kommst rein, du siehst, okay, es geht hier nicht ums Farmen, sondern es geht hier wirklich rein ums Holz. Aber es sind tatsächlich ein paar Sachen dabei, die ich im Gegensatz zu anderen Spielen sehr, sehr schön finde. Wie zum Beispiel auch allein diese Baumstämme finde ich jetzt wirklich schon sehr, sehr schön gemacht. Also nicht alles ist jetzt, was sage ich jetzt mal, perfekt so gemacht, aber wirklich um das Holz-Spezifische, das haben sie wirklich sehr, sehr gut eingebracht. Es gibt auch noch sehr, sehr viele Features. Ich weiß jetzt nicht, das musst du mir jetzt vielleicht gleich sagen, Boxe, hat es denn sowas gegeben im Farmers Dynasty, zum Beispiel diesen eigenen Hof kaufen oder war er einfach schon da? Der Hof war an sich da, das ist ja auch hier im Prinzip der Fall, aber man muss ja Waldgebiete kaufen, also man muss in dem Sinne Wald A kaufen oder Wald B, bevor du dann da was fällen kannst, beziehungsweise du kannst was fällen, musst dann aber eine Strafe zahlen und die Strafen fallen dementsprechend hoch, auch damit sich das natürlich lohnt, das Waldgebiet zu kaufen. Das war tatsächlich sehr interessant, weil sonst lohnt sich das ja gar nicht eigentlich. Ne? Also wenn du jetzt wild drauf losfällen kannst, dann ist es ja alles ohne Sinn und Verstand, sondern du musst wirklich gucken, das Waldgebiet kostet das kann ich mir kaufen und dann kann ich alles, was drin ist, kann ich dann abfällen und damit dann Geld verdienen. Also das finde ich vom Simulationsgenre her schon mal nicht schlecht. Also der Ansatz ist schon mal richtig gut gemacht. Ich finde auch, das Sägen an sich sieht schon sehr, sehr gut aus. Also man muss halt, das ist alles noch Work in Progress, aber ich finde so, allein habe ich auch zum Publisher gesagt, allein der Baum fällt schon mal, finde ich sehr gut. Ja, das stimmt. Und was man auch gesehen hat, also es gibt ja verschiedene Baumarten, also sie haben sich jetzt nicht auf die, also das ist jetzt zum Beispiel eine Eiche und das ist eine andere, das haben sie jetzt so nicht gemacht, aber was sie schon gemacht haben, die Bäume sehen anders aus und die Bäume sind unterschiedlich dick. Das heißt, auch für einen dünneren Baum brauchst du nicht so lange und für einen stärkeren Baum brauchst du halt länger. Und dass auch solche Details einfach beachtet wurden. Und man hat auch, glaube ich, bei dem dickeren Baum hat man auch gehört, dass die Motorsäge so ein bisschen mehr zu kämpfen hatte. Und das sind so Kleinigkeiten, die aber, glaube ich, so ein Spiel ganz gut machen können. Genau, du hast es auch schon gesagt, Spiel. Da lade ich mal so ein bisschen über, weil ich würde dieses ja nicht wirklich, ja, also es ist eine Lebenssimulation an sich, weil man halt diese ganzen sozialen Aspekte hat. Du kannst mit Leuten sprechen, kommunizieren, du brauchst was zum Überleben, sprich Äpfel, Bieren, Fleisch, was auch immer. Du kannst fischen gehen. Dieses Gameplay-Prinzip aus Farmers Dynasty, wie wir es damals hatten, das hast du jetzt nicht gespielt, ist halt dasselbe. Nee, das also gespielt. Ist wirklich dasselbe. Wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, ist, Thema Spiel ist, wenn wir uns jetzt mal das Aufladen der Bäume anschauen, dann ist das natürlich mehr so, ja, ich fahre dran, bewege meinen Kran über den Baumstamm und dann kommt schon das Symbol Aufladen. Also, ja. Es ist das, ganz einfach gestaltet.
Ja, das ist stimmt, das stimmt schon. Aber man muss auch sagen, es ist wirklich, also es ist eigentlich für jeden, weil Ja. Wir kennen es natürlich von anderen Spielen, da musst du wirklich zimperlich genau in der Mitte die Zange platzieren und so weiter. Da habe ich auch sehr viele Leute schon Kommentare schreiben gesehen, die gesagt haben, ich habe keinen Bock drauf, weißt du? Ja. Ich habe am Abend 1-2 Stunden Zeit und da soll das einfach mal schnell gehen. Und da ist vielleicht der Lumberjack Dynasty vielleicht sogar eine Spur besser. Weil da ist wirklich, du musst in die Nähe kommen und dann läuft das schon. Also du musst nicht so explizit und so ganz, ganz, ganz genau arbeiten. Das kann natürlich für einen Hardcore-Simulanten jetzt nicht so das Gelbe vom Ei sein, aber ich glaube schon, dass so ein Simulator sein Publikum finden wird. Auf jeden Fall. Also ich bin auch echt gespannt, weil Farmers Dynasty hat echt eine große Community und ich denke, dass viele sagen werden, ja okay, auch Farmers Dynasty, das war eigentlich ganz geil. Probiere ich das Ganze mal auf Holzbasis aus oder auf Forstwirtschaftsbasis. Was man ja sagen muss, also sie haben natürlich auch ein paar geile Sachen dabei, ne? Weil wenn zum Beispiel die Holztrocknung, also die Holztrocknung ist so eine Sache, die sie dabei haben, dass du für trockenes Holz mehr Geld bekommst. Das ist sowas, hatte ich im überhaupt noch gar keinem Spiel gesehen. Also Felden verladen, meinetwegen in den See reinwerfen, damit das zum Sägewerk treibt, okay, kennen wir irgendwie schon. Aber dass du dann wirklich so explizit dann weiterverarbeiten kannst. Und wie gesagt, die Trocknung, das ist etwas, habe ich überhaupt noch nie gesehen. Und dann natürlich in Kombination mit ihrem berühmt-berüchtigten dynamischen Boden macht das schon einiges her. Genau, vielleicht ganz kurz zum Ablauf. Man muss in dem Sinne erstmal einen Baum fällen, fährt zu dieser Holzmaschinerie, wollte ich schon sagen, zum Sägewerk, schmeißt diesen Baumschaum ins Wasser und das war auch ganz gut dargestellt. Also es ist wirklich, also das muss ich wirklich sagen, war wirklich ins Detail dargestellt, wie dieser Baumstamm zum Sägewerk fließt. So, das ist ja, durch so eine, das stimmt. Durch so ein, ja, wie sagt man? Ja doch, ich weiß, was du meinst, aber also der rinnt halt, also ich glaube, dass dieser Fluss oder Bach oder wie auch immer, wo du das Holz reingibst, das rinnt dann halt in Richtung des Sägewerks und dann rinnt, also dann geht natürlich auch der Baumstamm, der da im Wasser liegt, mit der Strömung mit. Genau. Und geht dann langsam halt in diesen Trichter halt und wird dann aufgenommen von den Förderbändern und wird dann hochgezogen. Was ich auch ziemlich cool fand, was sie dann gesagt haben, mit diesem Wettermodell, es soll Wolken geben, es soll mit Regen, Gewitter, es soll alles dabei sein. Und das ist tatsächlich schon eine Sache, die, glaube ich, auch von der Atmosphäre her sehr, sehr geil werden kann. Genau, auf jeden Fall. Ja, ich bin auch mal gespannt. Also, ich sehe es ja, wir wissen noch nicht ganz genau, wie wir das mit dem dynamischen Boden umsetzen, ob man sie auch richtig festfahren kann, ob man da rausziehen muss, wenn man sich festgefahren hat. Das sind halt noch ein paar offene Punkte. Wo ich aber nochmal drauf hinaus wollte, also weil ich das ganz schön fand, Sägewerk prinzipiell muss voll repariert werden, weil es sonst nicht funktioniert, weil es halt kaputt ist alles auf der Map. Das war ja schon das Prinzip von Farmers Dynasty. Und du kannst selber entscheiden, und das finde ich ganz interessant, ob du jetzt sagst, ich möchte einfach nur den Baumstamm entrinden, sage ich jetzt aber mal, halt, das müsste jetzt so heißen, weiß ich nicht, oder ich möchte es direkt so Holzbrettern gepresst haben. Genau, so weiterverarbeiten praktisch, so sofort. Ja, genau. Und dann kannst du nochmal entscheiden, möchte ich sie in der Trocknungsanlage haben, die Bretter, oder nicht, damit ich mehr Kohle bekomme. Also ich finde, ist ganz cool. Ist echt ganz cool so dargestellt. Ja. Also da natürlich muss da irgendwie noch ein bisschen mehr kommen, was Thema Holzverarbeitung angeht, aber schon mal für den Anfang, ja, haben wir ganz gut was gesehen. Das stimmt. Und was natürlich auch noch kommen wird, das haben sie gesagt, haben wir noch nicht gesehen, Ponze, ne? Also Ponze ja. Soll ja die Marke sein, die das Spiel so ein bisschen, glaube ich, beleben soll dann auch. Genau, Ponze und Linda, da haben sich zwei Lizenzen gesichert. Und ja, ist jetzt keine Lizenz, aber Lenkradunterstützung, ja, eigentlich Standard in den Spielen mittlerweile, muss man sagen. Auch hier soll es zum Standard werden. Also ich glaube schon, das Spiel macht sich, ne? Also ich glaube, die haben mit Farmers Dynasty ganz gut angefangen und bauen jetzt halt darauf auf und ich glaube, dass da schon noch geile Sachen kommen können. Genau, genau, auf jeden Fall. Man muss aber dazu sagen, das erscheint wieder als Early Access Spiel, das heißt, es erscheint jetzt, so ist zumindest der Plan, schon im September. Early Access, also noch ganz frisch und wir hören auf die Community und es wickelt sich ja ein Jahr, anderthalb Jahre so, bis wir das dann in der 1.0 raushauen. Genau.
Ich habe noch auf meinem Zettel stehen, PC, Switch, PS4, Box und digital. Ist das so korrekt noch? Ja, also erstmal Early Access, nur Steam-Version. Okay, ne? PC. Farmers Dynasty hat ja das Ganze auch erstmal Early Access Steam-Version gehabt. Ist jetzt aber so weit, dass es im Oktober als, ich sag mal, Full-Version rauskommt für die Konsolenversion und Switch-Version. Das heißt, es gibt wirklich die Box-Version ab sofort dann im Oktober im Handel. Das ist geil. Ja, finde ich auch ganz cool. Muss ich auch sagen, finde ich in Ordnung, weil, ja, ich würde schon sagen, das Spiel hat sich gut entwickelt und ja, die Community feiert es ganz, ganz gut. Ja, das ist ja das Wichtigste, ne? Wenn du Abnehmer für das Spiel hast, dann ist es natürlich auch so, dass das Spiel immer weiterentwickelt wird und dann in neue Projekte dann noch mit ein bisschen mehr Elan reingegangen werden kann. Und ich bin sehr gespannt, was da noch alles kommt. Wir haben, wie gesagt, wir haben nur jetzt eine ganz frühe Version gesehen, die noch nicht ready ist, aber wenn die da mit dem Elan, den sie haben, weitergehen, dann wird es echt eine geile Kiste. Genau. Wir machen in diesem Video so einen kleinen Abklatsch in dem Sinne mit Topless Productions. Sprich, wir haben uns jetzt Lumberjack Dynasty angeschaut, Farmers Dynasty haben wir darüber gesprochen, dass im Oktober die Full Version kommt. Und Werner, letztes Jahr wurde Truckers Dynasty angekündigt. Ey! Noch ein Trucker-Spiel, geil! Genau, also in dem Sinne, ich fasse es kurz zusammen. Also ihr seht den Trailer im Hintergrund, also oder den Teaser. Es ist im Prinzip dasselbe wie Lumberjacks Dynasty oder Farmers Dynasty mit ja, sozialen Aspekten. Du musst dich hocharbeiten, du musst also Familie, Kinder, was auch immer, essen, trinken, also immer wieder darauf achten. Nur halt, dass du mit LKWs rumfährst. Aber ich finde, das Coole ist halt dieses Kuba-Feeling. Ja, nichtsdestotrotz ist es halt so, dass du ungefähr 1970, ist jetzt weit nach hinten, ein marodes Transportunternehmen übernimmst. Das heißt, es ist alles alt und du musst dich in dem Sinne hocharbeiten. Du hast einen alten Hof, du hast einen alten Truck und ja, arbeitest dich hoch bis zum, ja, ich will jetzt nicht sagen, in Kuba ist alles modern, schickimicki, aber wenn ihr euch Kuba vorstellt oder jetzt den Trailer seht, dann könnt ihr ja schon erahnen, was da passieren wird. Aber wie gesagt, das Spiel ist halt echt noch, also das haben sie schon letztes Jahr angekündigt, jetzt haben sie den ersten Trailer gezeigt, aber die arbeiten das in dem Sinne ab, dass das Spiel erst 2020 in den LAX starten wird. Das klingt ein bisschen so wie der Industriegigant. Ich weiß nicht, ob du den kanntest. Da hast du mit der Kutsche angefangen und bist dann langsam hoch. So zum ersten LKW und dann zum Sattelschlepper und weiter und weiter und weiter. Also Jobblitz hat ja noch weitere Spiele im Petto. Ja, Achtung, festhalten. Einige. Medieval Dynasty heißt es. Okay. Das wiederum spielt im Mittelalter und soll noch das komplexeste Spiel der Dynasty-Reihe sein. Auch da haben wir nur so einen kurzen Teaser gesehen. Ihr seht es jetzt im Hintergrund, dass du dich halt wirklich, also wirklich im, ja, sag mal Mittelalter. Wann, ach Gott, keine Ahnung. Sag mal eine Jahreszahl. Ja, das ist eine gute Frage. Ist das so ritterzeitmäßig? Ja, oder was war heißt, das noch, war das was heißt, was heißt Ritterzeit, nein, also im Trailer oder im Teaser, das ist jetzt nicht richtig Ritterzeit, aber du musst halt schon im Wald, sehen wir jetzt hier, dein eigenes Feuer machen und dir was Schönes kochen in dem Sinne. Also so Jäger und Sammler. Ja, genau, so kann man es einstufen. Du hast Winter da auch, ja, und so arbeitest du dich hoch und es soll halt wirklich das komplexeste Spiel der Dynasty-Reihe sein. Ich bin mal gespannt, was da noch kommen wird. Das glaube ich aber auch, dass das sehr viele Abnehmer finden wird, weil so ein richtiger Mittelalter-Simulator, ganz blöd jetzt umschrieben, der fehlt. Weil ja. Sowas gibt es einfach noch nicht. Es gibt zwar solche Spiele, die haben es mal versucht, aber die gehen alle in diese Ritterschiene rein und kämpfen und bam, bam, bam. Aber so eine richtige Überlebenssimulation, sage ich mal, wenn du nichts hast, ne, ich meine, zu Hause jetzt ein Herd anschalten, geil.
Aber jetzt wirklich so mit Feuer machen und Holz suchen und dies und das, das stelle ich mir schon ziemlich geil vor. Ja, und es ist halt nicht so, zum Beispiel, jetzt haben wir ja was mit Treckern gehabt, dann haben wir was mit LKWs gehabt, dann haben wir was mit, ich sage jetzt mal, Forstmaschinen gehabt, aber das sticht natürlich wieder aus der Reihe so ein bisschen raus, ne? Dieses Mittelalter-Ding. Also wenn wir jetzt noch einen Zug Dynasty haben, dann glaube ich es gar nicht mehr, glaube ich. Ja, wir warten auf Airport Dynasty, soll auch noch kommen. Was? Auch noch. Oh, nein, Spaß. Ja, okay, gut. Reicht für den Moment. Wir sind gespannt, wann dann alles rauskommen wird. Beziehungsweise erstmal starten wir jetzt hier mit Lumberjacks Dynasty. Und vielleicht habt ihr auch schon Farmers Dynasty gespielt. Und vielleicht spielt ihr auch irgendwann dann Truckers Dynasty. Oder auch Medieval Dynasty. Ich würde sagen, wir hören auf. Reicht für den Moment. Bis zum nächsten Gamescom-Video. Sagen wir tschüss. Tschüss.